Diese Fotos zeigen den Hamas-Chef Yahya Sinwar kurz nach seiner Tötung im Gazastreifen. Inzwischen steht zweifelsfrei fest, dass es sich bei der Leiche um den Hamas-Anführer handelt. Die Eilmeldung am Nachmittag im israelischen Fernsehen. Armee und Geheimdienste würden prüfen, ob es sich bei der Leiche tatsächlich um den Hamas-Anführer Sinwar handelt. Am Abend tritt dann Regierungschef Netanyahu vor die Kamera. Ich stehe heute vor Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass Yahya Sinwar eliminiert wurde. Die Person, die das schrecklichste Massaker in der Geschichte unserer Nation seit dem Holocaust begangen hat. Der Massenmörder, der Tausende von Israelis ermordet und Hunderte unserer Bürger entführt hat, wurde heute von unseren heldenhaften Soldaten eliminiert. Yahya Sinwar gehörte zur Gründungsgeneration der Hamas. Ende der 80er Jahre wird er wegen der Ermordung israelischer Soldaten von einem israelischen Gericht verurteilt. Mehr als 20 Jahre sitzt er in Israel im Gefängnis. 2011 kommt Sinwar durch einen Gefangenenaustausch frei und steigt schnell innerhalb der Terrororganisation auf. Er gilt als Drahtzieher des Terrorangriffs auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres. Seit über einem Jahr ist er nicht mehr öffentlich aufgetreten. Ein letztes Lebenszeichen, Bilder dieser Überwachungskamera eines Tunnelsystems im Gazastreifen. Sinwars Tod ist ein weiterer herber Schlag gegen die Terrororganisation Hamas, nachdem vor Monaten schon ein weiteres ranghohes Mitglied, Ismail Haniyeh, im Iran getötet wurde. Am Abend eine Demonstration in Tel Aviv vor dem Verteidigungsministerium. Hier feiern sie nicht nur den Tod Sinwars, es gibt auch besorgte Töne. Einerseits denke ich, dass er verdient hat zu sterben. Wir reden von einem Menschen, der Israel bekämpft hat über Jahrzehnte hinweg. Aber das Wichtige ist jetzt einfach, die Geiseln frei zu bekommen. Wenn er jetzt wirklich eliminiert ist, dann verlieren wir den Kontakt zu den Geiseln. Es gibt niemand, mit dem man verhandeln kann. Und die Geiseln kommen nie nach Hause. Im Gazastreifen gibt es erste Reaktionen am Nachmittag. Sie töten unsere Führer, Sinwar, Hisbollah-Chef Nasrallah, und der Krieg hört trotzdem nicht auf. Sie sollen endlich aufhören. Selbst wenn es stimmt, dass er tot ist, wir werden nicht aufhören zu kämpfen. Der nächste Anführer einer islamistischen Terrororganisation wurde heute von der israelischen Armee eliminiert. Die Frage ist jetzt, wer wird ihn ersetzen und was passiert dann?